Kann ich da nicht hoch? Doch, wir sind hier doch vorhin vorbeigelaufen. Dann lauft mal da hoch. Und wir gehen hier mit dir. Boah, wo gehen wir denn mit dir hin? Da liegt noch mehr Holz. Wir gehen erstmal in diese Richtung. Warte. Erstmal hier rüber, bevor wir diesen Streifen da erkunden. Wobei, das kann auch hier einer unserer Helden machen. Wenn ich noch einen finde. Wo ist denn mein Washington? Wir gehen mal da hoch. Was haben wir denn hier noch so liegen? Da liegt immer noch Holz. Also warum die das hier in der freien Wildbahn so liegen lassen? Ich meine, mich freut's. Wir können damit unsere Wirtschaft wirklich sehr schön nur ein bisschen in Schwung bringen. Achso, einen Pferch haben wir unten schon, aber wir könnten uns noch... Ja, einen Hafen könnte ich sogar tatsächlich bauen momentan, aber eigentlich brauchen wir den ja gerade nicht. Hier mal das da hinsetzen und eigentlich bräuchten wir auch eine Feuerstelle. Die setzen wir dann mal dorthin. Und hier können wir nochmal unsere ganzen Einheiten verbessern. Das müsste doch eigentlich auch schon wieder längst gemacht sein. Hier Artillerie, das ist schön. Hier nochmal solche Soldaten, das ist wunderbar. Hier könnten wir noch Söldner zusammen anheuern. Was ist jetzt mit dir? Wir schießen mal auf den. Das ging schnell. Ihr zu dritt habt hier wahrscheinlich Nahrung gesammelt. Sammelt mal da drüben weiter. Oh, da kommt... Moment. Da läuft was auf uns zu. Der sammelt hier. Wir müssen ganz schnell darüber. Da kommt nämlich... Ja, Artillerie auf uns zu. Du gehst in Deckung. Du greifst an. Oder ihr greift an. Das wird uns jetzt hier mal erst ein paar Verluste kosten wahrscheinlich. Gehen wir erstmal auf die Kanone. Danach holen wir uns den Rest. Wir bilden hier einfach mal ein paar neue Einheiten aus. Gut, das haben wir. Jetzt können wir den Rest noch gar wegmachen. Genau, und dann müssen ein paar Leute noch mehr darauf tanzen, damit wir hier eine Rekrutiergeschwindigkeit noch dazu bekommen. Bevölkerung erhöhen. EP-Zuflussgeschwindigkeit. Kriegstanz. Genau, und dann spielen wir noch der Kriegstanz und alles. Okay, unsere Axtleute sind da. Wir haben hier sehr viele Leute verloren. Ah, wir konnten das Ding nochmal halbwegs rumreißen. Zwei Mann ohne Aufgabe. Na, das werden noch mehr Mann ohne Aufgabe. Hier nochmal zwei Leute drauf. Dann sind wir hier bei 8. Hier kann man erstmal nichts weiter machen. Und dann schicke ich mir nochmal ein paar Axtwerfer. Du warst hier auch fleißig. Ansonsten, weißt du was, das sammeln jetzt hier erstmal ein bisschen Nahrung. Das brauchen wir auch noch. Aber wir bräuchten eigentlich Holz und Gold. Das haben wir auch alles. Wieso haben wir da auf einmal wieder so viele Ressourcen? Wo kommen die denn alle her, sag mal? Das ist aber schon mal ganz schön, weil dann kann ich nämlich hier schon ins... Nee, ich kann nicht weiter als ins dritte Zeitalter. Okay, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Aber, wie gesagt, ein bisschen. Ich werde hier mal mitten rein noch ein Ding stellen, weil kann ich hier ein bisschen mehr noch rekrutieren. Ihr stellt euch hier zusammen. Da ist mein Wundarzt. Hier hoch mit euch. Ich möchte aber trotzdem noch ein paar andere Sachen hier auf der Karte erkunden. Was kam jetzt? Genau diese... 6 Axtwerfer, da lasse ich welche zur Verteidigung dann da. Das gilt auch für euch. Das haben sie schon lange nicht mehr probiert, aber ich möchte erstmal die restliche Karte noch erkunden. Es kann ja sein, dass wir irgendwas noch finden, was wir verwenden könnten. Das heißt, hier mal zusammen, alle zusammen treiben, zusammen aufstellen. Ihr wart fleißige Speer für mich, aber dürft jetzt gerne wieder zurückgehen, nicht, dass ihr euch hier noch in irgendwelche Gefahren begebt. Hier liegt ja noch mehr. Da könnte man auch nochmal hochschauen, aber das heißt, da oben erstmal ein bisschen sammeln. Das ist okay soweit. Hier noch mehr Leute auf den Tanzplatz hier oder auf die Feuerstelle mehr rekrutieren. Genau, dann kann ich hier schon mal ein paar Falkonette mehr eigentlich rauslassen. Naja, 3 Stück und der ganze Goldvorrat ist weg, ne? Ah, das ist gar nicht mal so schön. Der entkommt natürlich. Was kann ich hier noch machen? Die kosten 175. Machen wir das mal direkt. Die würden wahrscheinlich Gold kosten. Da bin ich jetzt gar nicht so scharf drauf. Also die sind eigentlich nicht schlecht, aber... Ja, gut, auch nicht wirklich. Da ist der die nächste. Die kann da noch mit hin. Nö, dann fangen wir hier mal an, den wegzuschießen. Und halt, stopp, den wegzuschießen oder wegzukämpfen und den da wegzumachen. Wo ist denn hier? Da ist er doch. 75 Nahrung. Der wird nicht weit kommen. Okay, der dreht auch um. Schade. Die Nahrung haben wir jetzt, holen wir uns da unwahrscheinlich Gold oder so. Oh, nochmal Nahrung, noch schöner. Der kam auch nicht weit, das war zu erwarten. Wir haben hier irgendwas. Oh, wir haben diesen Irokesenkämpfer, glaube ich, vergessen, ne? Mhm. Den holen wir uns natürlich auch gleich noch. Hier mal bitte sammeln, hier zurück. Was weißt du? Ach, komm, einfach mal 4 Schafe. Wir haben zwar kein Team bei uns, aber das ist ja erstmal egal. Alle hierher und dann darfst du... Erstmal in Deckung gehen. Wo ist er denn jetzt hier wieder? Mein
Mein Lieblingsheld aus der Familie Black. Die werden gleich auf uns losgehen, genau. Der darf hier heilen. Wir gehen hier rum. Aber wo habe ich denn meinen George Washington hingestellt? Der müsste ja auch noch irgendwo sein. Ach, da oben. Dann darfst du hier mal weiter erkunden, was hier noch gibt. Ach, dann kann er das hier direkt aufsammeln. Ist ja noch besser. Fünf Mann. Du gehst mal. Wo wollte ich das jetzt machen? Hier hin und hebst das da alles auf. Was haben wir hier? Die vier Schafe. Direkt mal darüber. Halt, stopp das so und das dann so. Ihr geht hier rüber. Ihr seid zur Verteidigung abgestellt. Es können nur 10 Einheiten von... Ach, das zählt auch für die Schafe oder was? Na, dann gehen die Schafe darüber. Da bin ich ganz schmerzbefreit. Wie viel sind es hier? 8, also 2 würden da noch hinpassen. Das heißt, ihr 2 dahin und du gehst schon mal darüber. Hier, warte mal, was ist das eigentlich, bevor ich einfach nur draufklicke? 380, 320 Münzen schneller sammeln. Holz schneller sammeln. Wie heißt die Erforschung eigentlich? Ich klicke da wieder, wie bereits gesagt, blind drauf. Ihr habt Holz gesammelt. Könnt ihr da oben nicht weiter sammeln? Ach, da geht's gar nicht weiter, oder wie? Da ist Gold noch für euch. Gibt's da oben nichts? Kann man da oben nicht hingehen? Wir schicken die Reiter mal vor, aber so wie das hier... Ach, schade, dann bleibt das hier für uns erstmal unentdeckt, so wie ich das sehe. Ja, okay. Dann mal hier runter zu diesem Schatz. Och, das ist ja gar nicht viel. Ihr drei habt Nahrung gesammelt, aber das sammelt ihr hier oben mal weiter. Ach nee, haha, ich sehe gerade hinten im Eck. Da hinten im Eck hat sie was für uns versteckt. Das wollen wir uns so. Du hast hier brav alles gesammelt. Dann werden wir hier mal warten, bis Washington angreift. Dann können wir damit schießen. Und jetzt gehen wir da drüben weiter, schauen, ob es da noch irgendwas an Loot gibt. Und hier sammeln wir das ebenfalls auch auf. Wir müssen jetzt eigentlich nebenbei nur noch ein bisschen Einheiten rekrutieren. Machen wir das einfach mal. Hey, wieso habe ich denn auf einmal 5 Stück angewählt? Egal, da kommen jetzt sehr viele Soldaten zusammen. Du, ach ja, was mache ich denn mit dir? Du sammelst mal da hinten noch mit Holz. Ansonsten hier haben wir soweit alles eingesteckt. Das heißt, hier mal rüber, da drüben mal runter. Und ich bräuchte hier eigentlich, was ist da wieder? Wollte ich sagen, aber da kommt gleich wieder was auf uns zu. Oha. Wo kommt denn das her? Die müssen wir auch mal wegschießen, sonst machen die unsere Sachen nur kaputt. Und jetzt auf den da. Die machen nicht gerade wenig Schaden an den Kanonen, aber... War nicht gerade wenig Schaden, aber wir haben es überlebt. Und hier, was kosten die mich... Stark gegen Kavallerie, 75, 25, das können wir uns auch locker flockig leisten. Hier eine Person ohne Aufgabe, das heißt, du kommst mal her. Du greifst hier an. Macht der eigentlich Flächenschaden? Wahrscheinlich nicht, aber macht viel Nahkampfschaden, das ist ja auch schon was wert. Erstmal die ganze Karte auf links drehen. Wie gesagt, irgendwo finden wir vielleicht noch was, was für uns interessant sein könnte. Du gehst mal hierher. Und dann gehen wir erstmal wieder da hoch. Denn wir haben hier den einen Schatz vergessen. Ihr habt das hier zerstört. Das ist schön. Hier, weißt du was? Ach, keine Ahnung. Schicken wir uns nochmal 300 Gold. Die kann man immer gebrauchen. Und hier mal weiter. Schön entspannt. Das Einzige, was ich jetzt noch vermisse, sind diese Grenadiere. Aber da habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Die werden sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Ich habe mich fast schon darauf gefreut, die niederzumachen. Hier liegen nochmal verschiedene Schätze. Was haben wir hier? Ein gefangener französischer Arbeiter. Und hier gibt es nochmal was zum Aufheben. Okay, das heißt... Und dann hier auch noch ein Grizzlybär. Oder 2 Stück sogar. Die sind weg und direkt dann auf die da drauf. Wunderbar. Hier auf die Seite. Und wo ist jetzt da mein... Nein. Wo ist er? Da ist er. Was haben die verteidigt? 80 Holz haben die verteidigt. Du greifst an. Du gehst damit drauf. Ja, Washington schafft das. Der ist zwar nicht unbedingt dafür bekannt, dass er gerne so Bären gejagt hat, aber ich meine, wenn es uns der Sache näher bringt, dass wir hier und da ein bisschen was an Sachen quasi niedermachen, was der Natur gehört. Hier drüben haben wir nichts, aber wir könnten hier mal hochschauen. Wie schaut es hier aus mit Erkundungen und so? Zeig mal.
Da kamen wir gar nicht weiter rein, oder? Nee, da war hier Schluss. Das heißt, wir fahren hier mal gar hoch. Ist denn hier noch irgendwas, was für uns lohnenswert wäre? Da waren wir ja schon mal. Fast zumindest. Wieso habe ich nur noch ein Schiff eingewählt? Ich dachte, ich hätte alle drei dabei. Nee, da müssen wir dann nochmal von außen schauen. Okay, das heißt hier zurück. Hier. Gut, hier stehen natürlich noch für uns Position. Das ist, oder in Position, das ist wunderbar. Das heißt hier runter, hier rüber. Da, nö, das geht. Da mache ich mir keine Gedanken. Ihr hattet hier Münzen gesammelt. Die sammelt ihr hier mal weiter. Oder waren das Münzen? Können auch Holz gewesen sein. Ich denke nicht. Das hier aufheben. Ja, das war's. Da kommt nochmal einer. Tja, oder auch keiner. Ihr geht hier mal rüber. Genau, da ist die Scheune. Jetzt werden wir uns da noch ein bisschen umsehen. Hier wird fleißig gebaut. Achso, ja, genau. Und hier müssen wir irgendwie mal schauen, wie wär's denn mit... Ja, die haben alle ein bisschen Schaden bekommen, aber nicht wirklich viel. Jetzt können wir den hier befreien und wir können hier mal weiterreiten. Können wir über diese Häuserruine ein bisschen Holz mit... Ach was. Ah, da kommen die her. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Genau, du hebst hier gleich mal, sammelst hier gleich mal ein bisschen alles zusammen. Und wir reißen hier mal das Ding da ein. Da freut er sich bestimmt. Moment, jetzt haben sie da irgendwas rekrutiert. Wir greifen mal an. Eine Belagerungseinheit, aber wahrscheinlich nicht stark gegen Kavallerie, so wie ich das sehe. Du greifst nicht an, du gehst bloß in Deckung. Du bleibst hier. Bleibst du hier? Da kommen sie nochmal angelaufen. Da kommen sie nochmal angelaufen. Ich sehe schon, er hat fleißig gesammelt für einen Angriff, aber da haben wir einfach mal zwischen reingefunkt. Da prasseln quasi die Erfahrungspunkte auf unser Konto. Hier bauen wir selber direkt was drauf. Da hat er noch einen rekrutiert, aber ist mir egal. Schauen wir mal, was da noch für Unterstützung uns zuteil werden kann. Hier haben wir alles. Das sind alles nur noch Ressourcen. Ihr zwei kommt hier nicht hoch, aber lauft hier mal außen rum. Vielleicht finden wir da noch was. Dann haben wir hier noch einen Schatz. Zwei verirrte Kälber. Ja, gut, ob wir den Schatz brauchen. Auf der anderen Seite, wiederum braucht man einen Schatz? Hat man einen Schatz? Das ist natürlich auch wieder durchaus richtig. So, dann zeig mal her, was könnt ihr denn alles? Sammelgeschwindigkeit der Fischerboote. Ja, nehme ich jetzt einfach mal mit aus Gag, aber wir haben ja momentan nichts, womit wir das ansetzen könnten. Durch das Handelsmonopol, ein Schutzschild pro 2 Minuten Spieldauer bis zu 30 Minuten. Wir haben 34, könnten wir gleich setzen. Über die Anzahl der Schilde, die wir ausbilden können, Angriffsstärke und Lebenspunkte. Machen wir erstmal das und danach holen wir... Oder bilden wir hier mal 10 Stück aus und danach müssten wir theoretisch über das Maximallimit hinaus noch welche bekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Briten halten Gefangene auf diesen Schiffen fest. Wir müssen sie vernichten und die Gefangenen befreien. Ich dachte schon, wir sterben auf den Schiffen. Vielen Dank. Zerstören Sie die britischen Gefangenschiffe, Schaus? Wusste ich gar nicht. Das war jetzt eigentlich nur so aus dem Verdacht heraus. Aber es hat funktioniert. Wunderschön. Pass mal auf, dann fahrt ihr drei hier runter. Ich möchte mal wissen, was da drüben noch ist. Dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Wie gesagt, wir könnten die zwei Kälber noch sammeln, aber es werden wir wahrscheinlich nicht wirklich brauchen. Hier sind wir wieder am Anfang der Mission. Die schießen jetzt hier mal runter. Da liegt noch was. Was hätten wir jetzt hier noch mitnehmen können? Ach, der Indianerspeer. Genau, vielleicht befreien wir den noch, wenn ich dran denke. So, theoretisch... 0 von 30. Okay, jetzt könnte man es aber auch übertreiben. Was ist denn da drüben noch? Das schaut so verdächtig aus. Kann man das da drüben angreifen? Also ich möchte das da drüben gerne angreifen, aber kann man das auch angreifen? Ich würde sagen, das ist eine Frage für mindestens 30 Schutzschilde, die man hier rekrutieren kann. 50 und 100, das ist nicht gerade wenig. Ihr habt hier... Sammelt hier mal Münzen. Wir passen da noch drauf. Noch ein paar. Ihr habt hier wahrscheinlich auch Gold gesammelt, aber kommt trotzdem mal hoch. Baut mir nochmal eine Plant. Tasche. Ansonsten 7 Mann, ihr 2 hier. Geht mal da noch rüber. Dann haben wir hier 9. Und dann hier noch einen 10. Und ihr 2, nein, ihr 2 geht dahin. Und dann habe ich hier noch einen Dingstar. Da kann ich ja zur Not das da ein bisschen verkaufen. Ja, und jetzt möchte ich mal hier erstmal rekrutieren. 10 Stück.
Und nochmal 10 Stück. Und nochmal 10 Stück. Ja gut, mehr kann ich gerade nicht in diese Liste reinsetzen. Wir schauen uns da unten gleich mal um, was da noch so auf uns wartet. Gut, es sind jetzt Anführungszeichen nur Belagerungseinheiten, aber wir haben hier ein paar andere noch dabei. So, und hier der Dorfbewohner darf hier sammeln. Was ist da bei euch? Ja, was auch immer es war. Jetzt ist es wohl tot. Zeig mal her. Zeig mal her, zeig mal her. 56, 31. Ja, gut. Wahrscheinlich nicht vergleichbar mit einem Irokesenschutzschild, aber besser als nichts. Und hier 400 und 400. Wobei, nee, damit warte ich bis hier. Obwohl, das müsste eigentlich rechtzeitig fertig sein. Du bist genau hier und du sammelst mal hier und du sammelst da. Haben wir hier noch ein bisschen die Leute verteilt. Schauen wir mal, wie schaut es hier aus? Nee, bis das durchgeht, haben wir hier quasi alle Sachen schon zurechtgelegt. Washington, du gehst mal hoch. Kriegst hier mal ein bisschen was an Einheiten zugeteilt. Boah, wir haben echt viele dabei. Ich kann nicht mal alle auf einmal anwählen. Mal hier zwei, drei Dorfbewohner noch. Denn wir brauchen Leute, die da tanzen, damit das schneller geht. Wir können dann also rekrutieren erstmal. Und danach können wir hier sagen, Angriffsschäden erhöhen. Und hier nach wie vor müssen die ganzen Einheiten auch noch rauskommen aus diesem Dings. Oh, das könnte knapp werden. Schauen wir mal. Alles einladen. Oh, hier ist das Ding ist schon voll, oder was? Irgendeins ist schon voll. Wahrscheinlich das da. Dann hier zurück, dann alle da einladen. Und dann alle da einladen. Okay, hier steht nichts im Baulimit. Hier, zeig mal. 45 von 30, ich muss irgendwo... Ach, genau, da oben. Nochmal 15 Stück, das heißt, mit euch greife ich dann an. Schön, da haben wir quasi hier nochmal sehr viele Einheiten zusammenbekommen. Wenn hier so wenig Platz drauf ist, du fährst hier mal vor, lädst hier aus. Das machen wir hier mit dir direkt auch mal. Hier rüber. Was ist mit euch hier? Das könnt ihr gleich mal wieder sein lassen. Nicht auf mein Schiff hier. Nicht auf mein Schiff hier. So, wir gehen hier mal hoch. Ihr geht hier mal rum. Hier ist niemand mehr drauf. Hier ist noch jemand drauf. Die Hessen haben ein Falkonett in dieser Garnison. Wir sollten es erobern. Das ist eins von vielen Sachen, die wir machen müssen. Wobei, reißen wir mal das da ein. Ich meine, wir haben jetzt hier ganz viele Belagerungseinheiten dabei, also wenn das nicht schnell geht. Ne, du bleibst da. Euch lade ich mal hier wieder aus. Und Washington, du kannst mal hier mit den Irokesen und mit den Milizen und mit den Schutzschildern und mit den Kanonen und mit allem eigentlich mal ein paar Stücke oder ein paar Schritte nach vorne gehen. Ja, doch, so langsam. Könnten wir mal direkt über den Angriff nachdenken. Jetzt gehört uns hier die Kanone. Da oben sind noch Sachen zum Zerstören, das macht ihr mal direkt. Wobei, das macht nur ihr und ihr bleibt da, ihr bleibt alle da. Stopp, ihr bleibt da, ihr bleibt da. Das machen wir ihm alles noch kaputt. Da sind... Ja, euch wollte ich eigentlich da raushalten, aber okay. Jetzt greifen die hier drüben doch schon an. Naja, dann machen wir das mal. Mal hier einen Flächenangriff reinknallen. Es geht. Klar, jetzt ist der natürlich umgefallen, aber... Macht nichts. Wir gehen hier zurück. Wir gehen hier zurück. Reißen hier das alles gar nieder. Schau mal, lauft doch alle mal gerade durch und greift dann an. Da können doch alle werfen. Und schon ist das Ding gleich weg. Ganz, ganz einfach. Ganz, ganz einfach. So, hier das alle rundum. Einmal mehr. Hier ist schön säuberlich arbeiten. Moment, ihr geht hier rein. Ihr geht auch hier rein. Wir müssen hier erstmal ein paar Leute noch in die andere Richtung bringen. Du kommst hierher, du auch. So, und dann lauft ihr hier mal vor. Und beschießt oder legt alles auseinander. Das macht ihr hier auch. Und dann macht ihr das hier auch. Und ihr alle hier natürlich sowieso. Ach, schau an, da wird anders gezählt, weil das dieser Irokesen-Tomahawk ist, der gerettet wurde. Das sieht auch ein bisschen anders aus, okay. Okay, okay, okay. Ne, hier ist nichts mehr. Das heißt, ihr könnt hier wieder zurück. Auch der Wundarzt ist auch dabei, okay. Hier hin und hier ausladen. Hier rüber, hier rüber. Na, 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 na.
So geht das aber nicht. Da kommt, das machen wir noch schnell weg. Und dann können wir rübergehen.